Die größte Schwierigkeit am Anfang war dann, wie kriegen Sie die Fotos vom Handy in den Computer hinein und dann auf das Kursnotizbuch. Das habe ich in einem anderen Fach mit Ihnen dann durchgespielt, weil es ist ja dann, wo war das da? Heutige Stunde. Wir haben da zwei verschiedene Workarounds gemacht für die Kinder. Eigentlich waren es drei, ja, weil entweder haben sie die Teams-App am Handy, dann tun sie einfach das Foto machen und dann im Teams-Chat, da habe ich gesagt, da könnt ihr zurück mich verwenden, dann haben sie es im Chat praktisch mir geschickt, das Foto, sind aber dann selber in den Chat reingegangen, haben das Bild heruntergeladen und haben es dann da einfach, indem sie sich da irgendwo hingeklickt haben und dann gesagt haben, einfügen, Bild aus Datei, dann haben sie den Computer durchsucht, im Downloads war das dann drinnen, haben das Bild eingefügt und so ist das da, wie man ja sieht, recht gut geglückt. Und das Bild war oben. Die zweite Variante war eben, ich habe da ein Padlet angelegt, das nur Fotoaustausch heißt. Die Kinder haben da einen Zugriff, da kommt man von außen eben nicht hin. Und wir haben da den Arbeitsfluss so gewählt, sie haben ihr Handy, sie haben die App Padlet, machen das Foto, laden da das Foto rauf, gehen dann zum Computer, machen das Padlet auf, laden das Foto runter, haben es am Computer, löschen es am Padlet wieder weg und die Sache ist erledigt. Das haben sie problemlos geschafft und gemacht und haben jetzt so die Fotos da auf dem Computer dran. Wahrscheinlich gibt es eine leichtere Variante und die werden wir schon auch noch finden. So, das war's jetzt. Kursnotizbuch, Hauptteil, Padlet wie gewohnt, Aufgaben und Kanäle zur Strukturierung. Machen wir das da wieder kleiner. Das war Mathematik. Dann schauen wir uns ganz kurz an, was habe ich in digitaler Grundbildung gemacht? Ja, das war der Stundenanfang da. Da habe ich gesagt, jetzt schneit bei mir und jetzt gehe ich einen Schneemann bauen. Das haben sie mir nicht geglaubt. Und dann bin ich tatsächlich auf die Terrasse raus und habe einen kleinen Schneemann gebaut mit Pinguinen. Aber in der digitalen Grundbildung haben wir das auch so gemacht, dass die Aufgaben mehr oder weniger nur so der Stundenablauf waren und die Anwesenheitsliste. Also ich habe das dann immer so zurückgegeben, dass ich dann selber sehe, einfach war dabei oder war nicht dabei. Und die eigentliche Aufgabe war da in dem Kursnotizbuch. So, mache ich das wieder groß. Das war also ganz am Anfang, wo die Kinder eben gelernt haben sozusagen, da sind ihre Seiten, da können sie Seiten dazu tun, so tut man ein Foto hochladen, so schreibt man was rein. Das haben wir gleich ganz am Anfang gemacht. Und etwas später dann habe ich ihnen gezeigt, da gibt es diesen Collaboration Space, diesen Zusammenarbeitsbereich, den habe ich da angelegt und habe einfach da gesagt, da, das müsst ihr mir jetzt auch wieder glauben, weil es da verpixelt ist. Aber da habe ich dann immer die Namen von den Kindern reingeschrieben, immer so drei oder zwei. Und die Aufgabe war halt dann, schreibt einen netten Adventspruch und ihr werdet merken, es machen alle drei zugleich das. Und das hat sie dann sehr erstaunt, dass sie genau in dem Moment, wo sie sehen, also dass sie genau in dem Moment sehen, wo der andere tippt. Und ja, das funktioniert zum Zusammenarbeiten recht gut. Aber da muss ich dazu sagen, mehr in der Theorie als in der Praxis. Also ich weiß nicht, wenn da Millionen von Schülern gleichzeitig auf dieses Kursnotizbuch gleichzeitig zugreifen, das haut nicht hin. Ein paar Sachen haben sich da verschluckt. Da hat es dann kompromittierte Seiten gegeben und die waren dann da nicht ab zum Gleichen. Und das hat einfach nicht so funktioniert, wie man das gedacht hat. Also im Fall des Falles würde ich wahrscheinlich das zum Zusammenarbeiten nicht mehr nehmen, sondern irgendein Etherpad. Das kann ich dann ja auch da bei dem Plus einfach oben einbinden.
Aber ansonsten war das recht gut, da mit der ersten Klasse da die digitale Grundbildung zu haben, um ihnen zu zeigen, wie das Werkzeug da funktioniert. Und ganz zum Schluss habe ich sie jetzt dann gefragt, wie denn das Arbeiten mit dem Teams und mit dem Kursnotizbuch war. Und die einhellige Antwort war da easy cheesy. Das ist ganz leicht. Jetzt haben wir schon zwei Fächer betrachtet, die so ein bisschen anders abgelaufen sind. Machen wir das wieder zu. Ich habe dann da noch Fächer, nämlich digitale Welt. Ja, und da sieht man schon auch, digitale Welt. Allgemein. Dritte Klasse. In der dritten Klasse waren da zwei Themen angesagt, nämlich die Audiobearbeitung und das Konstruieren für einen Lasercutter. Da war eigentlich immer nur jede Stunde so, was wir tun, die Aufgabe. Deswegen haben wir da keine Mitschrift gebraucht, darum war da in dem Bereich das Kursnotizbuch nicht notwendig. Ich habe da aber auch dieses Padlet für diese Gruppe da eingebunden, weil wir haben vorher auch schon damit gearbeitet und man sieht schon Termingeschichten, wichtige Apps, die Erklärvideos sind da, dann haben wir da noch, wo sie die Programme herunterladen können, die Links dazu. Und in dem Fall halt waren unsere Audiodateien, die wir schon vorher aufgenommen gehabt haben, vor dem Lockdown, die habe ich da einfach raufgespielt und da oben lassen, weil dadurch, dass man das da einbinden kann, war das kein Problem, einfach zu sagen, holt euch die Audiodateien vom Padlet runter. Dann war eigentlich bei den Aufgaben nur mehr die Anweisung, was zum Tun ist. Und Fragen haben wir dann über den Chat eigentlich geklärt. Und ein einziges Mal, nämlich da, habe ich die Dateien gebracht, weil bei manchen war ein Problem das Installieren von einem Teil von Inkscape. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, die Vorlage für das Daylight, das mache ich mit diesem Tapped Box Maker und ich stelle das da im Kursmaterial zur Verfügung, weil das ist ja da schreibgeschützt. Das heißt, da haben sie sich das runterladen können und dann selber verwenden und damit arbeiten. Und die, die jetzt schon fertig sind mit der Konstruktion für diesen Lasercut-Teil, die haben wir das dann raufgeladen und ich habe das dann da auch in das Kursmaterial hineingestellt, damit ist es zum Haben für die Kinder, aber im Schreibgeschütz, dass niemand was verändern kann. Und die wird die Sachen dann auch auf das Padlet übertragen, weil nach dem Lockdown werden wir wieder mit dem anderen da weiterarbeiten. Die Aufgaben waren eben der Stundenablauf, aber eigentlich waren da so große Aufgaben, gell? Weil da war Lockdown-Beginn und dann war halt eine Aufgabe, wir konstruieren eine Teelichtlaterne für den Lasercutter. Abgabetermin ist da praktisch am 18. Dezember, weil eben die Aufgabe dazwischen immer war, konstruieren, wir bauen noch den Lasercutter auf, wir schneiden das aus, wir bauen das zusammen und wenn dann jeder seine Teelichtlaterne vor sich stehen hat, dann gibt er die Aufgabe ab. Und die zweite Aufgabe war halt ein Audio aufnehmen, mit Audacity bearbeiten, exportieren und dann hochladen. Und die dritte Aufgabe war, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Da haben sie auch Themen vorher gekriegt, eine Aufgabe zum Zeichnen von sich selber. Dann haben wir das aufgenommen und wenn es dann gepublished worden ist, das war so über mehrere Wochen so ein Prozess, dann hat jeder auf Abgeben geklickt. Also das waren nicht so kurzfristige Aufgaben. Das war die digitale Welt. Jetzt kann ich gerade schauen, ob bei der digitalen Welt von der vierten, da ist es auch ähnlich abgelaufen, da war halt dann da war die Aufgabe, sie sollen mit einer Handy-App so Stop-Motion-Videos machen. Die Videos haben wir dann da eben durch ihr eigenes Video-Padlet. Da sieht man dann, da haben sie die Videos aufgeladen, die haben sie sich dann runterholen können, um sie dann selber zu bearbeiten und zu einem längeren Film zusammenzuschneiden. Und das werden wir jetzt vor Weihnachten dann auch noch fertigstellen. Das ist in der anderen Gruppe auch so gelaufen, gell? Das ist der zweite, allgemein. Da haben wir auch ein anderes Video-Padlet, da hat jede Gruppe ihr eigenes und da sieht man schon, da sind
die Stop-Motion-Videos, die Filmmusik habe ich dann raufgeladen. Und naja, die Ergebnisse werden wir dann schon auch irgendwann mal präsentieren. Passt. Das war jetzt digitale Welt. Schwindelzettel weg. Ein Schluck Kaffee. Und dann habe ich da noch zwei Sachen entdeckt, die ich mir da selber nicht verheimlichen möchte und euch auch nicht. Und auf die wäre ich sicher nicht gestoßen, wenn nicht da zwei Klassen des Teams andersrum verwendet hätten oder im normalen Unterricht, weil da hätte ich mir die Arbeit sicher nicht angetan. Die Aufgabe war halt, ich habe Werken mit einer Mischgruppe aus zwei Klassen und habe jetzt nicht ein Team gehabt, wo diese Werkkinder drin waren, sondern habe zwei Klassen gehabt und in denen habe ich jeweils diese sechs Kinder da ansprechen müssen. Und nachdem da natürlich, wenn ich mir da die Aufgaben anschaue, so, okay, das sind natürlich von alle Fächer, alle Aufgaben da drinnen, das ist ein bisschen unübersichtlich, habe ich mir gedacht, wie mache ich das, dass ich da ganz schnell meine Aufgaben wiederfinde und bin im drauf kommen, vielleicht wissen das eh alle anderen auch. Ich kann beim Erstellen der Aufgabe, zeige es gleich nochmal her, Aufgabe erstellen, da machen wir eine neue, kann ich da eine Kategorie hinzufügen. Und nachdem ich die einmal schon angelegt habe, also da habe ich einmal gesagt, neue Kategorie Werken Jendl, das bin ich, und wenn ich bei der Aufgabe die Kategorie da hinzufüge, dann kann ich nachher, das tun wir jetzt verwerfen, ja, wir möchten das verwerfen. Dann kann ich nachher, wo haben wir es jetzt? Hauptsächlich entladen. Dann kann ich nachher, wenn da dieser riesige Wust ist, kann ich sagen, nein, ich möchte nicht alle Kategorien anzeigen, sondern nur meine. Und habe dann sozusagen auf einen Schlag alle drei Werkaufgaben, die ich da hineingestellt gehabt habe, gesehen und alle anderen nicht mehr. Also das hat wesentlich vereinfacht für mich, da die Aufgaben zu kontrollieren. Und das Zweite ist dann, wenn ich in diesem Kanal da drinnen bin, ja, Werken, jetzt sind wir da hier unten, dann habe ich ja das Problem, wenn ich da Hallo schreibe, dann sehen das alle Kinder, auch die, die das gar nicht betrifft, weil sie nicht in meiner Werkgruppe sind. Und da habe ich einfach ja, das habe ich da herum gemacht. Im Klassenteam habe ich Tags vergeben. Und da habe ich ein Tag erstellt, das heißt Werkenjendl, das bin ich. Und das hat halt den Vorteil, wenn ich jetzt in dem Kanal bin und sage, ich mache eine neue Unterhaltung und ich nehme nachher Add, um irgendwas zu erwähnen und sage dann W, dann habe ich da Werkenjendl und dann kann ich da was schreiben. Und dann kriegen nur die Kinder, die da eingeschrieben haben, diese Mitteilung. So habe ich das verstanden. Aber auf jeden Fall habe ich dann da kommunizieren können mit den Kindern, die nur bei mir waren. Der Nachteil bei der Konstruktion ist halt, wenn ich bei Aufgaben eine neue Aufgabe erstellen, dann kann ich schon sagen, okay, das ist jetzt nur für mich und da kann ich dann die Termine bearbeiten, gell? Und wenn ich dann sage Zuordnungsbenachrichtigung, dann kann ich da sagen, passt, wir machen das im Kanal Werken, dann ist das ja recht nett. Aber wenn ich dann sage, das sollen jetzt nicht alle Schüler kriegen, sondern das sollen jetzt nur ein paar kriegen von mir, dann sieht man sofort, da steht, geht nur im Kanal allgemein. Das ist halt der Nachteil von dieser Einteilung. Wenn ich da jetzt nur den zwei Schülern was geben will, kann ich das nicht in diesen Kanal hineinstecken, sondern das taucht halt dann in allgemein für sie auf. Das war der zweite Nachteil. So, verwerfen, jo. Das war jetzt die dritte Woche vom zweiten Lockdown. Am Montag geht's wieder in die Schule, voll maskiert. Und wenn der nächste Lockdown kommt, dann schaue ich mir das Video wieder an. Und dann bin ich gleich wieder da in der
in dem System da drinnen und weiß, wie ich da zu arbeiten habe. Und dann kann ich schon Fehler, die ich gemacht habe, wieder vermeiden und auf das aufbauen, was ich schon gemacht habe. Und einige von den Sachen kann ich mir gut durchaus vorstellen, dass ich die auch im normalen Unterricht weiterverwende. Auch, dass die Kinder sich daran gewöhnen und nicht, dass sie das Gefühl kriegen, entweder haben wir Schule oder wir sind zu Hause und verwenden das Teams. Und das ist nur so ein Lockdown-Programm, was es ja nicht sein soll. Vor allem, wenn ich daran denke, dass wir dann nächstes Jahr alle die Laptops kriegen für die Kinder, dann muss ich sie schon am besten heuer darauf hinführen, wie man da am besten dann digital arbeitet. Und das ist wirklich ganz anders. Das wird sicher so anders, als wir seinerzeit, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber der Umstieg von den kleinen Schiefertafeln mit den Schwämmchen, die die Kinder da mitgehabt haben, zu den Schulheften und Schulbüchern. So ähnlich radikal wird es da sein, von den Heften auf einmal dann umsteigen, arbeiten mit dem Computer. Schauen wir mal, wie das wird und wie viele Bremsklötze da jetzt uns dann noch am Bein hängen. Aber bis dahin werde ich mir jetzt dran machen, nur die restlichen Aufgaben da zurückzugeben und zu bewerten und Feedback zu geben und das dann einmal fürs Wochenende zu schließen und dann wieder anders vorzubereiten für Montag. So, ich hoffe, euch hat das da ein bisschen einen Einblick gegeben, wie ich da arbeite. War sicher langatmig, aber man kann ja auch früher aufhören bei diesen Videos. Man muss ja nicht alles anschauen. Okay? Na dann. Viel Spaß beim Nachmachen.